herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier bei der Landwirtschaftsmesse auf dem Betriebsgrund der Stadt. Und hier die Forstmaschinen, die müssen wir uns mal ein bisschen genauer noch angucken. Den Ponzi hier zum Beispiel oder auch den Hacker hier, den Jens Hacker, die müssen wir uns noch mal genauer angucken. Vielleicht kann uns der Hans-Peter da ein bisschen was dazu sagen. Aber jetzt gucke ich erstmal, ob der da ist. Herr Hofer. Ja? Wenn das hier vorbei ist, einmal noch auf Seite gehen wegen... Hans-Peter? Geschäftlichen. Ja? Können wir gerade mal hinten zu den Forstmaschinen gehen? Klar, können wir. Ja, supi. So, Hallöchen. Wir sind ein bisschen ruhiger, nicht so viel Trubel wie da drüben. So, also in erster Linie müsste ich hier mal ein bisschen nach dem Bonse gucken. Ja. Nach so einem Teil, weil, Sie wissen ja, ich bin ja der Förster hier. Ja, das weiß ich. Und vielleicht hätte ich daran mal Interesse, so einen Teil zu erwerben. Können Sie mir darüber irgendwas sagen? Ja, das kann ich sogar. Also, das gute Teil kostet müsste 440.000. Aber es kommt ein Messerabatt dazu. Ein Messerabatt gibt's auch? Hm? Wie lange geht der? Solange die Messe ist. Okay. Also die Geräte müssen dann noch nicht geliefert werden. Ist auch, wenn die Geräte erst nach der Messe geliefert werden. Okay, aber ich müsste halt jetzt ordern, oder wie? Mhm. Okay. Also dann könnten sie auch noch diese Schneeketten machen in... ich muss das... 1, 2, 3, 4... Oh, aber der hier sind... Fünf Varianten. Okay, der hier ist ein bisschen viel auf der Straße gefahren, kann das sein? Wenn ich mir die Ketten hier anschaue. Der hat auch, hat 286 PS, 320 Liter Kraftstoff, Dieseltank. Der hat 23 km/h und kann automatisch bis zu 8 Meter schneiden. Okay. Und es würde auch dann perfekt für den China-Import passen. Ich finde 8 Meter ist fast ein bisschen kurz. Müssten fast schon 10 oder 12 sein. Gibt es da irgendein Update oder ein Chip-Tuning, was man da anbauen könnte? Es gibt ein Update, das kann ich aber nicht liefern. Also das kann ich auch nicht von Ponzo bestellen, das geht nicht. Okay. Momentan, okay, aber wenn die Nachfrage da ist, könnten sie das irgendwie organisieren. Mhm. Okay, dann müssten wir da mal nachgucken. Okay. 450.000. Was war der Rabatt? Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Das müsste ich mal mit den Knall besprechen. Aber es gibt Rabatt. Okay, dann. Ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber es gibt Rabatt. Das ist klar. Das wäre nett, wenn Sie sich da mal erkundigen könnten und mir das dann irgendwann die nächsten. Heute oder morgen noch zukommen lassen. Okay. Gut, das war's dann eigentlich jetzt schon mal. Das ist gut. Gut, dann gehen wir gerade nochmal vor, weil ich habe gehört, die haben irgendwie rumgeschrien. Vielleicht gibt's da noch was umsonst. Ja, es gibt eine Verlosung. Eine Verlosung? Mhm. Und was gibt's zu verlosen? Dieses Auto hier. Ach, okay. Na dann, gucken wir mal. Sonst wo? Ah, ja. So, da jetzt wieder alle anwesend sind. Bitte fortfahren, Herr. So, ich als Polizist einmal eine kleine Bitte. Der Besitzer des blauen Dodge Ram, einmal bitte den Blinker ausmachen, sonst haben sie nachher keine Batterie mehr. Woher wollen Sie das wissen? Weil der Blinker...
Alter, wer schießt hier? Ich glaube, das sind nur Böller oder so. Egal. Es war ja wieder so klar, dass es der Bürgermeister ist. Und dann labert er hier was von Umweltschutz. Umweltschutz? Was hat ein Umweltschutz mit der Batterie zu tun? Sie können das gar nicht hören. Schrei nicht so. Sie können das gar nicht hören. Sie sind da ganz hinten. Herr Reinhard, wo kommt denn Ihre Bleibatterie bitte hin, wenn die kaputt ist? Die wird aufgeladen. Die Bleibatterie, die kaputt ist, wird aufgeladen, okay. So, ah, ja, cool. Das sind Bio-Dinger. Ein Applaus! Haben Sie Kartoffeln mit Kupfernägeln in dem Auto oder was? Meine Damen und Herren. Problem. Also eigentlich nur Herren. In der Kooperation mit Hitler haben wir natürlich auch noch was der Stadt zugute kommen lassen, und zwar diesen schönen Pickup hier. Oh. Zu verlosen. Den muss ich erstmal umblockieren. Wer eine Verlosung teilhaben will, bitte alle links von mir aufstellen. Also zu Herrn Stromberger. Alle zu Herrn Stromberger, genau. Sie haben gerade gesagt links von Ihnen. Ja, da stand der Stromberger egal, aber noch hier. Ich stand eben links. Weil ich der Einzige, der nicht mitmachen will, deswegen gehe ich, glaube ich, ganz wieder weg. Jonas, du hast doch hier ein Auto. Komm, geh mal rüber. Aber vielleicht will ich das Auto verkaufen. Das dürfen sie 2 Jahre lang nicht verkaufen. Umweltschutz. Herr Reinhard, da muss ich dazwischen überziehen. Dies wird durch einen Zufallsgenerator ausgesucht. Und sie bekommen dann eine SMS, sie gewonnen haben. Ich nehme fürs LU-Teil. Hiermit eröffne ich diese Messe und bitte um äußerste Vorsicht, was den Bagger angeht. Aber natürlich können Sie es ausprobieren, wenn Sie wollen. Den Bagger? Ist abgesprochen mit Versicherung, also es wird Sie nichts treffen, wenn Sie irgendwas zerstören. Mutwillige Zerstörung sehen wir hier trotzdem nicht gerne. Dankeschön. Wann kommt denn die Verlosung? Oh, ich bin schon wieder müde, hey. Ja genau, wann wird denn verlost? Ja, sie werden dann angeschrieben, wenn die Verlosung ausgelost ist. Okay. Okay. Gut, also mit dem Bagger habe ich schon probiert, das ist voll cool. Volker? Ja? Volker? Herr Knoll, haben Sie mich schon? Ja. Volker? Ja, ich habe alle. Ich hab okay. Alle, die dort gestanden sind. Der Profi am Werk, ey. Feingefühl ist nicht so seins, habe ich Volker. Ja. Komm mal grad mit. Jo, ich komm mit. So, was los? Du, wo bist denn du da? Ja, komm ein bisschen weg vom Reinhard. Ja, der Umweltschutz, der hat auch Umweltschutz und lässt die Batterie laufen. Ja. Kannst du mir das Ding hier mal erklären? Den da, jetzt soll ich dir erklären? Ja. Ich saß schon 2-3 Mal drin, aber viel mehr weiß ich davon auch nicht. Ich noch gar nicht. Ich habe mich gerade vom Hans-Peter beraten lassen. Der Kurs hat so 300 PS rum. Kann 8 Meter automatisch auf Länge schneiden und entasten. Hat verschiedene Kettenvarianten. Mhm. Aber jetzt halte ich fest, kostet 440.000. Ja, schon mitbekommen. Der Bauhof hat da auch mal einen. Aber der Hans-Peter hat gesagt, es gibt einen Messerabatt. Wohl auf alle Fahrzeuge, die hier ausgestellt sind, ja? Okay. Aber der konnte mir jetzt nicht sagen, wie viel das ist. Der ist auch schon gebraucht, der hier. Ja, der hier auf jeden Fall. Also die Ketten sind runter. Ja, guck dir die mal an. Da ist der Lack ab. Ja. Ja, naja. Stimmt vorne an dem Ding noch. Stimmt. So, aber Achtung, warte mal, ich geh mal ein bisschen auf die Seite, ich mach mal grad. So, warte, ich muss grad gucken, welche Taste das jetzt war. So, warte mal, ich mach die gerade mal an. So, jetzt können wir uns die Kettensäge mal genauer angucken. Hm. Naja, die Diamantzähne hier sind schon weg. Ja.
Ups. Jo, aber ist ein ganz cooles Teil eigentlich. Mhm. Da werde ich mir eventuell eins zulegen. Ja, das ist echt cool. Und sie auch mal reinsetzen. Ja. Oh. Also ich saß ja eben schon mal kurz drin, ne? Und hab mal ein paar Tasten hier gedrückt, du. Uiuiui, hab ich mir nur gedacht. Kommen sie nicht zurecht damit. Also, der hat die Joysticks ja komplett cool, ne? Also. Ja. Sind ja wie so Bälle, ne? Ja. Das ist, damit kann sie ein bisschen feiner justieren wie sonst. Ja. Und dem her ist es ganz nett. So, aber warte mal, ich muss mal den Harry noch anhauen, dass der mir noch, der wollte mir nämlich noch das Holz wegfahren eigentlich. Wollte mir da mithelfen. Ich gehe mal gerade rüber zu dem. Jo, mach das. Ich guck mich mal hier ein bisschen um. Harry? Jo? So, wir hatten doch mal ausgemacht vor ein paar Tagen wegen dem Holz für die Stadt. Ja. Wegen Abfahren. Ja. Hast du da heute oder morgen Zeit noch? Ja, muss ich schauen. Okay, weil das müsste jetzt mal dringend weg, das Holz. Das liegt jetzt schon alles auf dem Waldboden. Ja, ich muss ich habe jetzt gleich bei meinem Wald fertig. Okay, dann kannst du da runterkommen. Ja, die Tage dann gleich. Okay, gut, bis dann. Jo. Herr Peter? Ja. Ist der Hans Peter. Haben Sie, meine Info? Info? Messerabatt? Das habe ich jetzt vergessen. Heie. Gut. Frage ich jetzt was nach. Okay, machen Sie mal. Ich bin aber dann auf dem Telefon zu erreichen. Muss nämlich schon los. Jo. Muss heute noch ein bisschen was arbeiten. Ja, alles gut. Gut, bis dann. Tschüss. So, dann mache ich mich nämlich mal auf den Weg. Aber ich glaube, ich nehme den Tatra, dann musste Jürgen den... ob ich jetzt meinen eigenen Traktor mitgenommen habe. Eieiei. Meinen eigenen Traktor beschädigt. So. Gut, also die Messe ist schon ganz gut. Ich bin mal gespannt, wenn es so 20-30% der Rabatt ist. Warum ruft der mich nicht an? Muss ich mal rechts ranfahren. Incoming Message. Candy Shop. Yo. Volker? What's up, Bro? wo bist denn du? Ich bin jetzt gerade mit dem Tatra schon auf dem Weg. Ja, dann komme ich mit dem Steier hinterher. Perfektomat. Gut, bis gleich. Jo, muss telefonieren. Da. Jo, mach das. Guten Tag. Hallo. Sie hatten um Anruf gebeten. Ja,
genau, wegen dem Messerabatt. Jo. Also, es läuft ab. Normalerweise würde ich dann ja Steuern mit draufsetzen, die, also die werden dann nicht drauf gerechnet. Also normale Liste. Wie es im Katalog steht. Okay. Das ist eine Rieseninvestition. Ich würde ihn mir gerne leisten können, aber im Moment sieht's schwer aus, weil ich hätte ja gern so einen Tatra, wissen Sie? Hm. Gibt's so einen Messerabatt auch für den Tatra? Nein. Für irgendeinen anderen LKW? Nein, wir haben hier keinen LKW stehen außer dem Aurox. Okay, nee, der Mercedes, der ist mir zu. Hatten wir ja schon mal dieses Thema. Okay. Wir können das ja auch so machen, dass die dann gerade Zahlung bezahlen. Für den Dings da. Von, genau. Was? Nochmal, ich bin gerade im Wald schon wieder. Also wir können das so machen, dass wir das in Raten abbezahlen. Den Ponze. Genau. Was wären die Konditionen? Also was für Rate wird denn da veranschlagt? Das müsste ich Ihnen dann nochmal separat sagen. Okay. Na, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall einmal wöchentlich. Okay. Ich glaub nicht, dass sie jetzt so Unmengen verdienen. Oh, das ist immer relativ. Also im Moment habe ich einen großen Auftrag am Haken. Müssen wir mal gucken. Ich würde mich dann nochmal melden. Also den Tatra werde ich auf jeden Fall, ich denke, vielleicht sogar noch diese Woche ordern. Aber wie gesagt, ich melde mich dann nochmal. Ja. Gut, bis dann. Tschüss. Also, viel Spaß noch. Danke. Tschüss. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder von der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao.